Das ist Ivy. Sie ist meine Grosstante und in diesem Video zeige ich ihre Jugendwörter und sie hat mir erraten, was sie bedeuten. Nehmen wir mal anfangen. Keine Kappe. Also man sagt no cap. Was denkst du, was das heisst? Ein bisschen no cap. Ich habe wirklich wieder angefangen mit YouTube-Videos machen. No cap, no cap. Das ist Wort? Ja, genau so ein bisschen. No cap. No cap. Das nächste Wort ist das hier. Verloren, lost. Ja, was denkst du, wie benutzen wir das? Ich sage meinem Kollegen, du bist ja so lost. Verloren, lost. Also so nicht dabei. Ja. Yeah. Ein bisschen durch den Wind. Nein, bei Frau. Das ist das nächste Wort. Sui. Sü. 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 Und sind da. Das ist so eine Art Jubel. Wenn etwas gut läuft, dann macht man Sü. Sü. Sui. Das da ist das nächste Grinke. Wort. Krass. Grink. Krass. Es ist Englisch. Da ich nicht so gut Englisch kann, kann ich das. Du kannst doch gut Englisch? Nein, nein. Krass. Cringe. 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 Wenn jemand etwas sehr Unangenehmes macht, dann sagst du ihm, das ist jetzt richtig cringe, peinlich, schämerhaft, Fremdscham. Kommen wir mal zum nächsten. Süß, unten. Nein. Süß. Nein, sass. Sass? Sass. Also was denkst du, was könnte es heissen, sass? Ich weiß nicht, woher du das Wort hast. Wenn es ein Räuber durchläuft und jemand so, weißt, so rumschaut und so schaut, wer er will ausrauben, dann ist das ziemlich sass. Ha. Wild. Die Bilder dahinter, die sind richtig wild. Ja, richtig, die richtig sind wild. Gut. Ja, genau, die sind gut. Papa, Papi. Hm? Wenn du sagst, oh, das Bild sieht richtig Papa aus. Papa, ist schön. Ja, oder so, cool. Gut. Hast du Papa eingerichtet? Hast du bei mir nicht, dass das Papa ist? Jetzt kommen wir zum einen Wort, das recht bekannt war. Das ist das Wort. Sehst du? Nein. Man spricht es wieder so Englisch aus. Schiesch. Ja, ziemlich. Ja, man spricht Schiesch aus. Man sagt so Schiesch. Und dann macht man so Bewegung. Schiesch. Man muss so machen. Scheiße. Nein. Schiesch. Schau, ich habe da auch eine dabei. Los, Oliver, ich bin eigentlich nicht im Strumpf für so Scheiß. Brehe. Dann macht man so Fuscht, oder? Kennst du das? Mach mal. So, und jetzt musst du mir Fuscht geben. Brehe. Du bist mein Brehe. Ich bin die Grosstante, nicht die Brehe. Wir können beide Seiten. Brehe ist so, ich habe dich gern. Du bist mein Brehe. Ach so. Ja, du bist mein Brehe. Ist mal neu. Du bist mein Brehe. Brehe? Ja. Yeah. Chaya. Mhm. Chai, wer Tee? Was heisst Chaya? Lustig. Nein. Du zeigst einer Person, das ist eine richtige Chaya oder das ist meine Chaya. Freundin? Ja, unter anderem, ja. So eine schöne Frau. Ach so, eine schöne Frau. Du bist eigentlich auch eine Chaya. Aber es kann auch so eine Frau sein, die mit allen ins Nest kommt. Hure. Ja. Wir sind jetzt schon beim letzten. Eine vielgeliebte. Ja, eine vielgeliebte. Jetzt sind wir schon beim letzten. Tornado. Mhm. Ein Wirbelsturm. Ja, und was für ein Wirbelsturm denkst du, dass das ist? Man sagt zum Beispiel, ich tue einen Tornado entzünden. Ah, ein Durcheinander. Und das ist ein Tornado. Musst du schauen? Bist du ready? Ah, das heißt ein Bilder. Eben Profaxe. Ein Wirbelsturm. Ein Tornado in der Flasche. Dem sagt man Tornado. Danke, Brief, fürs Mitmachen. Das war richtig wild. Ich habe ja die Hälfte wieder vergessen. Stell jetzt den Scheiße ab. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch sehr gerne noch machen. Ja. Und die Glocke aktivieren und dem Video ein Like geben, oder? Bye, bye. Tschüss zusammen. Brief. Brief. Gegner reden leise, aber sie sind nicht, wo sind sie. Hat er einmal gesagt, sie gieße, hau easy in der Sieg. Jetzt bleibt bitte weiter easy, was geht auf dem Tiji? Die Letter sind selber die